Und damit Servus, Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zurück hier bei Oceanhorn. Ja, letztes Mal haben wir ja so ein bisschen die Insel erkundet und ich denke, jetzt wird es mal Zeit, dass wir mal mit dem guten Hermit reden. Wir reden mal mit dem Hermit. Oder können wir sonst noch irgendwas auf der Insel entdecken? Waren wir eigentlich... Moment, stopp, bevor wir jetzt da mit Hermit reden. Haben wir alles erkundet? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich was übersehen habe. Na gut. Oder? Warte mal. Na genau, da geht's ja nur irgendwie lang. Was haben wir da denn? Oder waren wir da doch schon? Und ich hab's irgendwie total verpeilt. Ne? Ich kann dich nicht sehen. Aber du bist trotzdem tot. Sehr schön. Was ist da denn hier? Diese Tür zu öffnen, brauchst du einen Generalschlüssel. Na, herzlichen Glückwunsch. Den ich natürlich noch nicht habe. Sonst. Ach doch, hier waren wir doch. Stimmt, hier waren wir in der ersten Folge schon. Fail. Ja gut, dann jetzt nix wie zurück zu Hermit. Und dann schauen wir mal, was der gute Mann uns zu erzählen hat. Vielleicht weiß er ja was über unseren Vater. Du hast Schwert und Schild deines Vaters gefunden. Wie hast du das gemacht? Du solltest die erst später bekommen. Was? Die Halskette deiner Mutter fing an zu glühen. Wie konnte ich nur so dumm sein? Sie ist eines der Symbole des alten Arkadiens. Komm mit, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. A long time ago, these islands were the mighty kingdom of Arcadia. The Age of Enlightenment led Arcadians to outstanding scientific discoveries. Engineering and magic ran deep in their blood. A foul war began as Dark Lord Mesmeroth, who had once been a promising candidate for an Archmage, led dire folk armies to a war against Arcadia. With the aid of his dark magic and the dire folk, Mesmeroth dug deep into the ground and brought to daylight something that should have stayed in the depths of the earth. Tryloth, a mass of dark energy left over from the creation of the world. Black boats arrived to the gates of Arcadia, carrying the dark energy Tryloth. Soon the light from the world and from the hearts of men faded. The once flourishing society disappeared into the darkness. After the catastrophe, three sea monsters appeared. One of them was Oceanhorn. Is a vile creature, born under the dark burning light of Tryloth. Although all of these monsters were powerful, only one has survived up to this day. Oh, it is getting late, kid. Return to me in the morning. Interessant, interessant. Okay, hast du uns noch was zu sagen? Geh zu deinem Zelt, Klano, aber komm am Morgen wieder her. Ja, das wollte ich tun. Okay, da hat er so ein bisschen was zur Geschichte von Arcadien erzählt und dem düster Volk und der dunklen Masse, Energiemasse Tryloth. Okay, und Oceanhorn, den wir gerade mal gehört haben, mit seinem abstrusen Posaunen. So, gleich so ein bisschen gruselige Musik hier. Okay. Interessant. Die Frage ist, ob wir diesen Mesmeroth, ob wir den noch treffen werden. Und ob es an uns sein wird, das Tryloth zu zerstören, die dunkle Energiemasse. Vielleicht Oceanhorn zu vernichten. Wir werden sehen. Aber ich denke, jetzt wird es mal Zeit, dass wir erstmal kurz eine Runde pennen gehen. Oh, hier schick Licht und so. Oh, sieht das nicht toll aus. Und die Musik. Ich finde die Musik so gut, Leute. Was sagt ihr? Die Musik ist doch super, oder? Zum Geier bist du denn? Was für ein hässlicher Typ. Was hat er für eine mechanische Maske? Okay, was hat er für eine mechanische Maske auf? Was sind das für mechanische Viecher? Okay. Nächsten Morgen. Okay, unglaublich fröhliche Musik. Da kann ja nichts Schlimmes passiert sein. Muss ein Albtraum gewesen sein oder sowas. Aber wer zum Geier war der Typ denn jetzt gerade? War das Mesmeroth? Ich kann mir das nicht vorstellen, oder? Hä? Hallo? Irgendwelche dampfbetriebenen Krabben oder so? Ach, niedlich. Stirb! Ja.
Ich werde dich befreien, Hermit. Ha, komm, fall um. Ach, sehr schön. Was zum Geier waren das denn für Viecher? Hä? Kennst du die? Danke, Kleiner. Die Heißkette muss diese dunklen Kreaturen angelockt haben. So wie es dein Vater befürchtet hatte. Und sowas vermacht er mir einen herzlichen Glückwunsch. Ungeheuer und böse Mächte haben die Welt aus dem Gleichgewicht gebracht. Wie bei deinem Vater ist dein Schicksal mit Oceanhorn verwoben. Es ist zwecklos, sich weiter zu verstecken. Na, dankeschön. Schon gefehlt. Scriptures tell about sacred emblems, relics that hold the power of gods. Their purpose was to maintain the balance of the world, but they lost their power in the catastrophe, at the same time as Oceanhorn appeared. I believe that was no coincidence. To unravel the mystery of Oceanhorn, you must find out what happened to the sacred emblems. Here is what I know of them. The emblem of Earth that belongs to the Auru people is hidden in the Perta Desert that was once a vast and beautiful forest. Most of its beauty withered along with the Aurus, wise and fearless bird people. The emblem of Ocean belongs to Gilfolk, the people living in the waters of the world. Emblem of Ocean is a relic of their long past glory and former power. The emblem of Sun was the pride of Arcadia, a symbol of hope and determination for our kind. I will tell you more about it later. It is time to begin your journey. Seek the sacred emblems. This is the only way to get to Oceanhorn and find out what happened to your father. Okay. Im Notizbuch deines Vaters findest du Informationen zu Inseln der unerforschten Meere. Zuerst solltest du mit dem Bewohner der Insel Tikare sprechen. Nimm diesen Schlüssel, eröffne das Tor zum Pier, an dem dein Boot vor Anker liegt. Gute Reise. Okay, neue Insel enthüllt. Sehr schön. Und wir haben Schlüssel bekommen. Hast du noch was zu sagen? Geh auf die Suche nach dem Emblem der Erde. Auf deinem Weg solltest du mit dem Bewohner der Insel Tikare sprechen. Ja, werden wir auch gleich machen. Ja, wie gesagt, mit dem Schlüssel können wir jetzt das Pier öffnen, das Piertor öffnen. Können wir damit jetzt auch die Truhe öffnen? Ja! Was ist das, ein Herzteil? Du hast ein Herzfragment gefunden. Hast du 4, erhältst du ein weiteres Herz. Ja, ist das geil. Okay, gut. Herzteile sammeln. Das heißt, das Spiel wird wohl etwas länger dauern, wenn wir tatsächlich alle Herzteile sammeln wollen. Herzfragmente, Entschuldigung. Mir wird es wahrscheinlich jetzt noch öfters passieren, dass ich mal so ein bisschen irgendwie so an Zelda denken muss und das dann wahrscheinlich so ein bisschen durcheinander bringen. Aber gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf zum Pier. Und dann vielleicht auf zur Insel Tikareel, um dort mit den Leuten mal zu sprechen. Und uns auf die Suche nach dem ersten Emblem zu machen. Cool. Unser Guter sieht auch immer so ein bisschen verkniffen aus, oder warum? Warum blickt der Gute immer so ernst rein? Schlecht geschlafen? Da haben wir auch schon unser Bootje, ist das fein? Leute, wir machen uns gleich auf die Reise. Die Reise ins unerforschte Meer, was werden wir alles entdecken? Ich weiß es nicht. Möchtest du die Weltkarte aufrufen? Ja, bitte. Kannst du mich hören, Kleiner? Ich bin es, Hermit. Ich kann durch diese mysteriöse Muschel mit dir sprechen. Vielleicht kann ich dir auf deiner Reise helfen. Ja, vielleicht kannst du das. Das will ich doch hoffen, oder? Unerforschte Meer, 3% fertig. Okay, da ist also Tikareel. Da ist Hermits Insel. Aha, das ist eine Fliegen. Okay, wie kommen wir da denn hin? Tikareel. Mehr haben wir noch nicht. Okay. Ist ja noch ein bisschen mau. Ja, dann würde ich mal sagen. Oh, diese geile Musik vor allem. Kommt mir richtig Lust, irgendwie auf Weltreise aufs Wasser zu gehen, oder? Ja, dann denke ich, gehen wir mal nach Tikareel. Ja, Tikareel. Auf nach Tikareel. Ah, und es geht los, Freunde der Sonne. Begeben wir uns auf eine abenteuerliche Reise. Die unerforschten Meere und Lande. Was werden wir alles entdecken? Hä? Wer bist du denn?
Ahoi, was für ein herrlicher Tag. Ich wünsche dir eine sichere Reise. Hallo? Kann ich den irgendwie? Nee, kann ich nicht abfangen. Okay, gut. Ja, dann reisen wir einfach mal weiter. Flup. Ich frage mich jetzt auch, ob man später das Boot auch noch verbessern kann. Dass es irgendwie schneller wird oder größer, bunter, schöner. Mit den Kanonen und so. Deck. Noch ein paar mehr Decks vielleicht noch. Schlafkabine und so. Momentan sieht es ja noch ein bisschen mau aus. Oh, sieht das alles toll aus, ey. Swoosh. Swoosh, und wie sie hier den Müll abgeladen haben. Was soll das denn hier? Warum liegt hier überall so Müll rum? Was soll das? Flump. Flump. Was soll das? Wie kommt man eigentlich... Wie werden wir zu dieser Insel da hochkommen? Ich habe noch keine Ahnung. Kann unser Boot hier irgendwann vielleicht mal fliegen oder was? Oder wie? Weiß ich nicht. Vielleicht finden wir die Informationen ja auf der Insel Tikarel, aber schauen wir mal. Sind wir auch gleich da? Wir sind da. Tikarel-Stadt. Da haben wir doch ein bisschen was zu tun, ne? 2000 Münzen im Shop aus. Okay. There's no time to rest, though. I'll just ask for directions and move along. Ah, okay. Willkommen auf Tikarel. Ja, danke schön, danke schön. Wenn du die Lage einer Insel herausfindest, solltest du zu deinem Boot zurück und dir die Weltkarte genauer ansehen. Ja, das machen wir auch. Momentan haben wir ja noch nicht so wirklich viele Inseln gefunden, bis auf diese zwei da. Gibt's irgendwie... Nee, nee, okay, gehen wir wieder hoch. Ich kann dann doch, ich kann da hoch, sehr schön. Mal gucken wir uns mal ein bisschen um. Okay. Oh, ein Shop. Shop, heißt das Shop? Das sieht aus wie Shop, oder? Da? Okay. Hallo, mein Freund. Sind Bomben nicht einfach wunderbar? Man kann sie nutzen, um neue Pfade zu öffnen und Objekte aus dem Weg zu schaffen. Du solltest welche auf der Bombeninsel kaufen, wenn sich dir die Möglichkeit bietet. Okay, die Bombeninsel. Oh, wir haben eine neue Insel gefunden. Ja, sehr geil. Bombeninsel, ich denke, da sollten wir auch möglichst früh hin vielleicht. Denn Bomben kann man immer mal gebrauchen. Was ist das denn? Sie sieht aus wie eine Zielscheibe, oder? Heißt das, wir bekommen noch sowas wie Pfeil und Bogen? Das wäre ja cool. Hallo, Ophelia. Meine Reise war toll, aber leider wurde ich auf dem Heimweg seekrank. Glücklicherweise wusste der Kapitän, wo man sich ausruhen kann, bevor es weitergeht. Er nannte es Sandbank. Hier konnte ich wieder zu Kräften kommen. Und dann haben wir noch eine Insel gefunden. Ja, sehr geil. Läuft. Was haben wir jetzt eigentlich hier für Aufgaben? Wie Kisten und andere Objekte 100 Mal. Herzlichen Glückwunsch. Ja, liebenswert. Bewahre den Frieden in Tikarel, okay? Gib ihm schon 2000 Münzen aus. Das wird wahrscheinlich schon eine ganze Weile dauern, bis wir das schaffen. Da haben wir gerade mal 53, bis wir die mal alle ausgegeben haben. Achso, ja, okay, das ist ja, ja. Ja, bla bla bla, Bomben. Werden wir uns noch früh genug holen, keine Bange. Die Abenteuergilde, komm und lerne. Aha. Ja, dann komm und lernen wir doch halt mal. Mal schauen. Hallo? Keine Idee. Keine zu Hause? Oh, machen wir ein paar Krüge kaputt. Vielleicht kommt da dann jemand. Auch der furchterregendste Gegner hat irgendwann eine Schwachstelle. Probiere einfach verschiedene Taktiken aus. Ist keine Schande, wenn man flüchtet. Das werden wir wahrscheinlich hin und wieder auch mal tun müssen. Oh, hallo. Wie bist du denn? Hast mal Schild lesen hier? Vergiss nicht, dein Geld auszugeben. Brich nie zu einem Abenteuer auf, ohne vorher den Tikarel-Shop besucht zu haben. Gesponserte Meldung. okay. Meisterabenteurer. Hm? Deine Abenteuerstufe wird ansteigen, wenn du Monster tötest, Aufgaben löst und Erfolge erringst. Die blauen Diamanten stehen für deine Erfahrung, EP. Und je nachdem, wie viel du gesammelt hast, wird die Abenteuergilde dir die passende Stufe gewähren. Im Menü kannst du jederzeit nachsehen, wie viele Diamanten du noch brauchst, um die nächste Stufe zu erreichen. Okay, soll ich noch was zu sagen? Du wirst also Abenteurer werden. Mit meinen Tipps kann sogar ein Pimpf wie du zu einer Legende werden. Ja, dann hau raus. Ja, das ist ja blablabla, blablabla. Okay, dann halt eben nicht. Ja, nee, nicht reden, heben. Ich würde es gerne heben. Ja, genau so. Muss ich ein bisschen in die Richtung kaputt machen und so. Alles wird gut. Es ist unwahrscheinlich, dass du die Stufe Meisterabenteuer erreichen wirst. Meisterabenteurer. Bist du dir ganz sicher? Bist du dir ganz sicher, hä? Bist du dir sicher? Wir werden dir zeigen, warum hat er vor allem ein Zelt in seiner Hütte aufgebaut. Komischer Kauz. Die Frage ist, ob er später... Hallo, wer bist du denn? Im letzten Jahr nahm ich an dieser dämlichen Reise den Welklanden teil. Ich hoffte, einen Ovru-Tempel zu sehen.
Was ich sah, war nur fades Ödland. Ich hatte Sand in den Stiefeln und einen Sonnenbrand. Warum soll jemand dorthin wollen? Weil Abenteuer und so. Schau mal. Ich kann die drücken, okay? Warum soll ich das tun? Ja, was? Bin ich also schwachbrüstig oder was ist da los? Okay, der hat Raketen vor der Haustür. Könnte interessant sein. Das Fest der Sonne ist eine wichtige Tradition für uns. Es reicht noch bis vor der Katastrophe zurück. Keine Dunkelheit der Welt können uns davon abhalten, unsere Göttin Sol zu feiern. Okay. Fest der Sonne. Kann ich da rein? Ja, dann kommen wir rein. Was ist denn Sol? Ah, okay. Die kann ich schieben. Warum kann ich die Kiste da im Sand nicht schieben? Das ist ja merkwürdig. Sieht das irgendwie so ein bisschen auffällig auf? Warum kann ich die Kiste durch die Gegend schieben? Komm ich da hoch? Nee, da komme ich nicht hoch. Hm? Komisch. Oh, Bücher. Das ist Netis Tagebuch. Es wäre unhöflich, reinzuschauen. Nein. Flug. Privatsphäre? Ah, scheiße ich drauf. Nein, natürlich nicht. darf ich raus? Ja, ne? Dankeschön. Okay, Netis Tagebuch. Bist du Neti? Nee, du bist Mito, okay. Ist Neti vielleicht deine Tochter? Sieht sie gut aus? Aber da unten schon in dem Haus drin? Doch, das war ja der Abenteuergelde, genau. Ja. Aber da unten in dem Haus waren wir noch nicht. Da gehen wir auch gleich nochmal rein. Langustenhöhle. Eingang wurde durch ein Erdbeben verschüttet. Herzlichen Glückwunsch. Das bedeutet doch... Oh, Herz, ja, sehr schön. So, da oben. Wie kommen wir da denn hin? Okay. Da kommen wir wahrscheinlich noch hin. Hoffe ich zumindest. Wenn wir Bomben haben, die wir uns jetzt dann... oder später jetzt noch holen werden. Okay, gucken wir uns ein bisschen um. Da hinten geht's noch lang. Okay, da unten an dem Strand waren wir schon. Was haben wir hier noch? Hallo? Netis Gemüsegarten. Aha, okay, dann bist du Neti, wa? Neti! Das Fest der Sonne naht. Mein Vater ist mit den Vorbereitungen für sein Feuerwerk beschäftigt. Niemand darf zum summenden Hügel, bevor seine Arbeit nicht erledigt ist. Summender Hügel? Wort? Flup? Entschuldigung! Jetzt kann ich die Kiste plötzlich doch kaputt machen, oder was? Warum kann ich? Nein! Ich kann sie nicht schieben. Ich kann sie nicht schieben. Total schräg. Hä? Was ist da denn? Das Loch? Kann ich da reinfallen? Will ich da reinfallen? Aha! Hä? Guck an, ist einer vom Kiemenvolk oder was? Was machst du denn hier? Sammler. Ich habe auf der ganzen Welt Blutsteine gesammelt. Ich fand sie in den Gewässern der Welt. Kann aber keine Orte jenseits des Wassers betreten. Hey, warum hilfst du mir nicht? Wenn du mir genug davon bringst, bekommst du etwas ganz Besonderes von mir. Aha, das sind wahrscheinlich die hier bei Questobjekte, da wo die Null steht. Das sind wahrscheinlich die Blutsteine. Da haben wir doch auf Hermits Insel auch schon eingesehen. Sind da bloß irgendwie nicht rangekommen. Ich weiß noch nicht, wie wir da rankommen sollen. Weil, wie gesagt, springen kann der Gute ja. Ja nicht. Flump. Ah, jetzt können wir da so immer so rein. Okay, gut. Dann gehen wir da mal nochmal kurz rein. Ich will mal schauen, ob es hier vielleicht noch irgendwas gibt. Aber es sieht nicht so aus. Nee. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Mann, ich möchte klettern können. So, okay. Fee, das hatten wir schon. Gut. Oh, ich sehe auch schon, der Part ist eigentlich auch mehr oder weniger schon wieder vorbei. Oh, in Schweden, das geht irgendwie alles mit mir viel zu schnell, ey. Oh, in Schweden, ich müsste eigentlich sagen, alter Finne, weil ist ja ein finnisches Entwicklerstudio. Haha, Knaller. Ja, ich weiß, ja, aber schlecht. Okay, hier gibt es also dann nichts mehr. Dann, Entschuldigung, Nito wollte ich gerade sagen. Nee, Nito sieht ein bisschen anders aus. Nito ist unglaublich hässlich und er wohnt auch in der Welt von Dark Souls. Und nicht in der Welt von Oceanhorn, was ich persönlich gar nicht so schlecht finde. Achtung, dieses verlassene Haus kann jeden Moment einstürzen. Geh nicht in seine Nähe. Doch, ich will da wohin. Irgendwie kommen wir da bestimmt auch hin, aber ich denke, das werden wir erst in der nächsten Folge rausfinden.
wenn wir uns hier noch weiter ein bisschen auf Tikaril umschauen werden. Und ja, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Und wie immer, schönen Abend noch und bis dann, Leute.